So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir auf meiner Q&A-Couch, also auf meiner Question-and-Answers-Couch. Der liebe Dennis, mein Kameramann, der wird uns jetzt ein paar Fragen vorlesen und ich habe mich dazu bereit erklärt, die zu beantworten. Also Dennis, leg los. Magst du auf die Couch kommen? Nein. Nein? Okay. Dann bleib da. Dich will keiner sehen. Gut. Ja, also, ein Achtschüsser. Ein Siebenschüsser wird es sicher nicht geben. Aber ein Achtschüsser macht durchaus Sinn. Den werden wir demnächst auf unserer großen Rahmenbasis, dem N-Frame, also auf Basis des N670 heißt das Modell bei uns, oder beziehungsweise der wird dann anderes Laufgewinde bekommen und wird dann wahrscheinlich N643 heißen. Und diese Waffe wird es eben geben, aber wir sind da in der Testphase und bitte habt ein bisschen Geduld. Ich werde das Ding so schnell noch nicht rausgeben. Es muss auf Herz und Nieren geprüft werden, wie wir sagen. Und vorher werden wir auf jeden Fall diese Waffe nicht rausreleasen, aber das ist auf jeden Fall in der Pipeline. Und ist under construction, wie man so schön sagt. Ja, die längeren Zollvarianten, das fällt im Moment erstmal flach. Wir wollen erstmal unsere Standardzollvarianten, also 6,5, 5, 4, 3 Zoll auf dem Markt etablieren. Aber was natürlich noch in der Pipeline ist, ist unser Revolver Karabiner. Den wird es irgendwann geben, also nicht nur irgendwann, sondern ganz sicher. Mein aktuelles, also in meinem Kopf, mein Release-Datum ist quasi jetzt endlich dann die IWA 2025. Es hat vorher leider nicht geklappt, aber das Ding wird kommen, auf jeden Fall. Aber auch da, das Ding kommt als Achtschüsser. Ja, der amerikanische Verkaufsweg ist natürlich ganz einfach. Ihr geht einfach auf www.sporeguns.com und da könnt ihr eben die Waffen direkt, die auf dem US-Markt verfügbar sind. Nicht alle Waffen sind sofort auf dem US-Markt verfügbar, weil die müssen natürlich für uns als ausländischer Hersteller müssen wir die Waffen erst zum ATF schicken und die müssen dort den Drop-Test bestehen. Aber auf der eben genannten Homepage und, da fällt mir gerade ein, wir können es auch hier unten einmal schön einblenden, den Link, könnt ihr natürlich alle in den USA erwerblichen Waffen kaufen. Die Importeurin ist Margie Binzer, das Ganze heißt MMBI und Margie freut sich natürlich über eine E-Mail von euch und da könnt ihr dann die Sachen direkt erwerben. Ja, auch das ist irgendwann in Planung. Tatsächlich haben wir dazu auch schon die Konstruktion fertig. Aber in nächster Zeit, also ich spreche jetzt von einem halben bis einem Dreivierteljahr, wird es auf dem europäischen Markt erstmal die Standardmodelle geben und dann gehen wir dazu über und werden auch sicher eine Sonderedition, noch nicht mal unbedingt eine Sonderedition, wir werden eine Edition bringen, wo oben ein Weaver oder Picatinny Rail drauf ist. Gordon Freeman, ja, der Kommentar, den fand ich cool. Ich wusste nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist so, wenn ich das richtig sehe, ist das irgendein Spielcharakter. Meint ihr wirklich, ich sehe aus wie Gordon Freeman? Keine Ahnung, wer Gordon Freeman ist. Ich bin kein Zocker, ja, also macht euch eure Meinung. Und wenn ihr der Meinung seid, dann schreibt uns natürlich einen Kommentar dazu. Da freuen wir uns auch drüber. Wie man weiß, unsere Griffform ist an die S&W 686, also an den klassischen L-Frame angelehnt. Das passt. Auch S&W-Griffe sind mit uns kompatibel. Man muss eben, damit S&W-Griffe bei uns passen, muss man zum einen aufpassen, wo die Einschraubposition ist. Wenn man eine Querschraube hat, die durch die beiden Griffschalen durchgeht, muss man hier aufpassen, dass man nicht mit unserer Mainspring-Housing kollidiert. Und wir haben die Stopplate da drin, wo unser Mainspring-Housing anschlägt. Und da ist es bei den meisten Griffen so, dass man eben hier einen Schlitz reinmachen muss, sonst lassen die sich nicht montieren. Aber unsere Griffe haben das alles und sind deswegen auf jeden Fall mit Smith & Wesson kompatibel. Unter anderem gibt es auch ein Video, was wir euch hier nochmal einblenden, wie man zum Beispiel den klassischen Hook, den Standard-Gummigriff, montiert. Das geht auch, das passt auch auf unsere Griffe. Der N-Frame ist derselbe. Wir sind dazu übergegangen und haben im Gegensatz zu Smith & Wesson, haben wir unsere Griffe im unteren Bereich auf der L-Frame-Basis gelassen und haben für den N-Frame quasi nur den Kopf nach vorne und nach oben, also diese Brücke, verlängert. Und somit haben wir dann unseren N-Frame. Aber wir können eben dann mit einem Griff arbeiten und alles ja, damit abdecken und müssen für den N-Frame keine extra Griffe haben. Ja, eine X6 ist eine Sig Sauer Pistole und ich weiß, Sig Sauer, diese Visierung wurde früher von Sig Sauer selbst gebaut. Die haben die irgendwo bauen lassen, ich weiß es nicht genau. Aber nein, es gibt dazu diese ganzen Adaptergeschichten, gibt es nicht mehr. Das, was wir jetzt da bauen, ist ja quasi nur der Visiersockel. Und diesen Einsatz kaufen wir auch wir von LPA zu. Und ich bin mir selber gar nicht ganz sicher, ob LPA mittlerweile einen Adapter hat.
oder ob man wirklich nur das Visier nehmen muss und dazu dann eben diese, das bei Sig Sauer war so ein Edelstahl-Rastblech war dabei. Das müsste man mal nachprüfen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus vielleicht doch möglich ist, aber ich weiß es nicht wirklich, also erschlagt mich nicht, wenn es falsch ist. Wir bauen Revolver. Ja, das war eine Frage, die habe ich auch gelesen und dazu hatte ich noch nicht geantwortet. Der Grund ist ganz einfach, den 22er bauen wir auf der L-Frame-Basis mit 8 Schuss. Ich weiß, in den USA gab es einen 10-Schüsser, aber die sind in Europa alle durch den Beschuss gefallen, weil eben der Abstand zwischen den einzelnen Patronenlager zu klein war. Und das hat das Beschussamt in Europa oder die Beschussämter in Europa eine Zeit lang durchgelassen, nachher nicht mehr, weil es Probleme gab. Und aus diesem Grund haben wir uns einfach dazu entschlossen, auf der Basis des 8-Schüssers zu bleiben. Ja, man kann das sehr gut machen aus unseren Läufen raus. Wir empfehlen allerdings darauf, eine Beschichtung aufzubringen. Also in Europa ist es zum Beispiel so, es gibt eine deutsche Firma, die heißt Händler und Nattermann, ist ein sehr bekannter Geschosshersteller bei uns. Und die haben also eine sogenannte Highspeed-Beschichtung da drauf. Und das Problem ist eben, ja, diese Geschosse sind sehr gängig, gerade im 38er-Bereich. Aber man muss zum einen aufpassen, dass einem der Lauf nicht voll schmiert. Man muss aufpassen, dass man, wenn man den Lauf sich voll geschmiert hat, nicht auch dann nachträglich noch hingeht und mit einem Teilmantelgeschoss oder Vollmantelgeschoss dadurch schießt, weil das würde eben den Druck auf dem Lauf zusätzlich erhöhen, was wir auf gar keinen Fall wollen. Also ihr könnt euch damit auch eure Waffe zerstören. Also wenn ihr Bleigeschosse geschossen habt und stellt auf ein anderes, ich sag mal, Tombak-Geschoss oder was auch immer um, dann geht bitte her und reinigt eure Waffe ausgiebig. Aber es ist wichtig, dass man das sagt und Lead Bullets, Bleigeschosse sind gängig und werden natürlich im Kaliber 38 sehr gerne geschossen. Ein Blast Shield quasi, ja klar, ein Trommel hat einen Trommelspalt logischerweise. Und es bläst rechts und links raus. Aber bei dieser Waffe ist es eben bis jetzt so gewesen, dass wir getestet haben. Es war kein Problem. Wir haben ein Hemd angezogen und man hat es kaum noch gemerkt, also auf dem Hemd. Wenn man es ohne Hemd schießt und hat einen großen Trommelspalt, das haben unsere Waffen aber nicht, dann merkt man das. Aber mit normaler Munition ist das überhaupt kein Problem. Wir empfehlen, ein Hemd anzuziehen. Oder auf jeden Fall, was auch sehr gut geht, ist eben, was man aus dem Bogensport kennt, sind diese, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, diese Lederpatches, die man auf den Arm zieht. Und dann ist das eine ganz einfache Sache. Jetzt hier an die Waffe irgendwie noch so eine seitliche Konstruktion dran zu bringen, das überlasse ich gerne den Kunden selbst. Ich persönlich finde es im ersten Moment, wenn ich drüber nachdenke, sehr hässlich und möchte gerne die Waffe so lassen, wie es ist. Aber wie gesagt, diese Waffe wird noch ein bisschen dauern, bis wir die rausbringen. Und ja, bis dahin hat sich vielleicht auch meine Meinung mal wieder geändert, wenn es nicht funktioniert. Also warten wir mal ab, was wirklich nachher praktikabel ist und was die Praxis zeigen wird für so ein Gewehr. Ja klar, den gibt es ab jetzt eben. Wir haben ja eben das andere Video auch noch gedreht. Das ist unser Matchmaster 2-Griff. Den gibt es ab sofort, der ist bestellbar. Auf der einen Seite ist das Nil, Karl Nil-Logo eingraviert und auf der anderen Seite oder eingelasert ist eben das Spor-Logo drauf. Und den gibt es jetzt bei uns in der Standardgriffgröße und bei Nil im Shop gibt es ihn sogar auch noch in der Größe XL. Ja, gut. Sporrevolver werden von uns an alle Händler in ganz Europa vertrieben. Also wenn ihr, was weiß ich, irgendwo aus Europa so eine Waffe haben wollt, dann bittet euren Händler bei uns anzufragen. Wir exportieren direkt selbst oder verbringen, heißt es in Europa, an alle Händler in Europa. Das ist kein Problem. Und gerade die Schweiz haben wir schon mindestens 4 oder 5 feste Händler, die regelmäßig bei uns Waffen bestellen. Wenn ihr das genauer wissen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail und mit eurer Postleitzahl und ich suche euch raus, welcher Händler bei euch in der Nähe ist. Ganz klar, wir haben 2 Club 30 Mitglieder. Das ist einmal die Firma Waffenfröhlicher und einmal Gun Factory. Sorry, wenn das der Rolf hört, der dreht mir den Hals rum. Gun Factory, ganz klar, Rolf. Entschuldige an dieser Stelle, also das sind natürlich 2 Club 30 Mitglieder und mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. MIM, Metal Injection Molding heißt das Ganze. Ja, absolut, also wer schon ein bisschen länger unsere Videos guckt, der weiß, wir fertigen alles aus dem Vollen und bei uns gibt es auf gar keinen Fall MIM-Parts. Es wird bei uns, gerade die MIM-Parts in Amerika sind ja sehr gerne, gerade bei Revolvern nimmt man halt hauptsächlich den Hammer und den Trigger. Und das ist eben unser Steckenpferd, wie wir so sagen, dass wir unsere Sachen zuerst härten, dann Draht erodieren und dann sogar fertig fräsen. Das ist ganz wichtig, weil somit sind unsere Abzüge extrem robust und belastbar.
Ja gut, da haben wir jetzt viele Möglichkeiten. Der 284 ist ein Sondermodell der Firma B&H. Im Raum Bremen sind die ansässig. Da könnt ihr natürlich bei denen einen Termin machen, die Sache anfassen. Oder ihr kommt bei uns im Werksverkauf vorbei. Ihr könnt immer freitags bei uns vorbeikommen. Ihr müsst dazu zuerst vorab auf unserer Homepage einen Termin buchen. Von 14 bis 16 Uhr gibt es so 30-minütige Slots. Und wenn ihr die bucht, dann könnt ihr einfach vorbeikommen und könnt generell unsere ganze volle Modellpalette anfassen, euch anschauen, Fragen dazu stellen. Ihr könnt die Griffe probieren und so weiter und so fort. Also wir haben dafür jetzt extra einen Showroom vorbereitet. Nein, also ganz klar. Es ist überall derselbe Lauf drin, es sind dieselben Teile, unsere Revolver-Modelle, gerade auf der L-Basis, die wir ja auf unserer eigenen Rahmenbasis bauen, haben eben denselben Lauf. Es ändert sich bei den Modellen nur die Form. Also wenn wir jetzt gerade von 6 Zoll Waffen reden, da gibt es ja den Standard. Wir haben einen Tactical Division oder die Firma B&H hat den 286. Es ändert sich hier nur die Laufmantelkontur und die Trommelform. Alles andere ist immer gleich und wir haben ja so quasi, wenn man so sagen möchte, ein Baukastensystem. Und da, deswegen gibt es auch keine Unterschiede in der Präzision. Diese Modelle sind gemacht, um verschiedene Anforderungen eben zu erfüllen, ob man jetzt Gewichtslimits hat, möchte man in der Standardkategorie sportlich schießen oder möchte man vielleicht einen Red Dot drauf montieren. Deswegen gibt es verschiedene Modelle, aber ansonsten, die Technik ist immer dieselbe. Das ist immer Made in Germany, alles aus dem Vollen und beste Qualität. Ja, eine Teelänge ist vorbei auf unserer Q&A-Couch. Mir hat das Ganze sehr gut gefallen. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um eure Fragen zu beantworten, weil ich habe nicht immer unbedingt die Zeit, mich da lange hinzusetzen und in YouTube über mein Handy oder über den PC was reinzutippen. Es ist mir einfacher, das hier in einem Video zu beantworten. Also, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt uns einfach unter dieses Video die nächsten Fragen, gerne revolverspezifisch, und wir werden uns wieder hinsetzen und zu gegebener Zeit das nächste Video mit euren Fragen zur Beantwortung fertigstellen. Also, und zum Schluss wie immer, wenn euch gefällt, was wir machen, abonniert unseren Kanal und, ja, wie war's? Hup, hup, aktiviert die Glocke. Ciao. Ciao.